Hey zur 27. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Wir wollen heute einmal über meine Erfahrung bei der Formel 1 sprechen. Ich war nämlich am Wochenende bei meinem allerersten Formel 1 Rennen. Dann haben wir auch noch eine neue Drohne, die vorgestellt wurde. Da quatschen wir auch noch ein bisschen drüber. Und am Ende über den neuen Edeka Werbespot. Das alles natürlich auch diese Woche. Wie sollte es anders sein nach dem Intro? Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen Donnerstag zusammen, so muss man es ja sagen. Der Podcast diese Woche sozusagen zum ursprünglichen Podcast-Erscheinungsdatum. Früher kam ja immer donnerstags, inzwischen ja eigentlich dienstags. Diese Woche mussten wir davon ein ganz klein bisschen abweichen, denn das hatte einfach den Grund, dass ich bei der Formel 1 war. Jetzt fragt euch so, ja, okay, Henrik, aber Formel 1 ist in der Regel Freitag bis Sonntag. Warum kannst du dann Dienstag keinen Podcast aufnehmen? Also, als allererstes mal. Wir fangen vielleicht am besten mal vorne an und dann erkläre ich auch gleich kurz einmal, warum wir überhaupt über die Formel 1 sprechen, weil Formel 1 ja im Endeffekt gar nicht so richtig viel mit Content Creation zu tun hat. Gut, also es war jetzt nicht letzten Sonntag, sondern den Sonntag davor, wo mein Kumpel aus Bielefeld mich angerufen hat und gefragt hatte, Henrik, ganz kurz, hast du Bock, nächsten Sonntag mit zur Formel 1 nach Österreich zu kommen? Wir könnten kurzfristig an Tickets kommen. Und mittags hatte ich schon ein bisschen Qualifying geguckt und war so, okay, ich habe zwar gehört, dass es noch Tickets gibt, aber dass ich da jetzt eventuell hinfahre, habe ich jetzt so nicht mitgerechnet. Und ich bin ein spontaner Typ, habe ich natürlich gesagt, ja klar, bin ich dabei. Dann haben wir die Tickets gebucht. Und dann wurde auch schon relativ schnell klar, okay, wenn die halt aus Bielefeld, also die war, aus Bielefeld waren sozusagen zu zweit und ich halt aus Düsseldorf, wenn wir da zusammen hinfahren wollen, dann muss ich irgendwie zu denen kommen, weil das Auto ist bei denen. Und dann war direkt so klar, alles klar, du musst nach Bielefeld fahren und dann ging das alles so los. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, es ist halt nicht damit getan, dass das Freitag bis Sonntag ist, sondern das ist halt wirklich eine größere Aktion. Wobei man auch sagen muss, den Freitag haben wir rausgelassen. Wir sind erst zum dritten freien Training, also für den Samstag sozusagen, hingefahren. Und ich bin aber losgefahren hier in Düsseldorf am Freitag Nachmittag um 15 Uhr ungefähr. So, zwei Stunden nach Bielefeld, direkt einmal Corona-Test gemacht, den man brauchte. Ja. Und dann sind wir abends um 21 Uhr losgefahren am Freitagabend und waren morgens gegen 7 oder so da. So, also das ist schon mal so die Hinfahrt. Sind aus Bielefeld so knapp 900 Kilometer durch die Nacht durch. Ist schon anstrengend so. Ja. Und dann kommen wir da an, Campingplatz, komplett orange alles. Ja, ganzen Max Verstappen-Fans waren da. Und dann kurz Zelt aufgebaut und dann zur Strecke. Und dann ging es halt auch eigentlich schon direkt für uns los. Und das Erste, was einem klar wird, wenn, also du läufst halt vom Campingplatz, sind wir jetzt durch so einen Wald gelaufen, an der Strecke vorbei und so. Du siehst noch nichts von den Autos, du siehst noch nichts von der Strecke. Und das Erste, was du wahrnimmst, ist, es fliegt dauerhaft, wirklich die komplette Zeit irgendwo ein Helikopter rum. Das ist jetzt, ich sag mal, wenn man hier irgendwie in Düsseldorf rumläuft, dann ist das vielleicht immer so ein bisschen befremdlich, weil man immer davon ausgeht, okay, irgendwo muss was passiert sein. Ich muss sagen, bei der Formel 1 ist eigentlich echt okay gewesen so, ja. Hat man sich halt relativ schnell so mit angefreundet. Und wenn du dann so um die Strecke gehst, also wir mussten halt wirklich, ich weiß nicht, wie tief jetzt ihr im Formel 1-Thema drin seid, wir mussten auf der Strecke sozusagen an die Gerade zwischen Kurve 3 und 4, waren aber selber bei Kurve 10. Ja, das kann man sich ja ungefähr ausrechnen. Dann musst du ein Stück laufen und es ist super spannend zu sehen, wo die ganzen Kameras aufgebaut sind, wie viele Mikros da sind und wie wirklich dieses riesige Event da vonstatten geht. Also wir hatten leider nicht die Möglichkeit,
Richtung Box zu kommen. Hatte zeitliche Gründe, aber auch Corona-Gründe, weiß ich gar nicht so genau, weil im Fernsehen hieß es immer, ja, man ist in seinem eigenen Sektor, man kommt nirgendwo raus. Also wir hätten komplett einmal außen um die Strecke rumlaufen können. Das war relativ easy. Also ein richtiges Hygienekonzept, muss ich sagen, gab es da nicht. Es war aber vollkommen okay, weil es sich gut verteilt hat und man halt wirklich die ganze Zeit an der Luft war und das war voll okay. Aber das wirklich zu sehen, wie nah die Fans an der Strecke sind, wie das alles organisiert ist, auch mit den verschiedenen Rahmenserien, das einmal diesen Event-Charakter halt mitzunehmen, wie dieses Event sozusagen organisiert ist, aber dann auf der anderen Seite auch zu gucken, okay, wie ist das alles aufgebaut, dass das halt medial auch alles klappt, so ja. Diese ganzen Übertragungswagen und so, die stehen alle Boxengasse, da hatten wir jetzt wirklich gar nichts mit zu tun, aber der Heli, der ist halt wirklich immer hinter dem Wald, hinter unserer Tribüne, da ist der sozusagen immer losgeflogen. Keine Ahnung, ob der da einfach immer nur so stand, wenn gerade nichts war, aber er kam halt immer von hinten. Und das ist auch krass, wie tief der fliegt und was für Manöver der fliegt, was du normalerweise halt so wild, sag ich mal, eher so mit einer Drohne machst, so ich zumindest, ja. Und die. Also es gibt eine Doku darüber, über den Kollegen, der diesen ja, Heli fliegt, aber auch über den Kollegen, der die Kamera bedient. Da sitzen zwei Leute drin. Der eine fliegt halt wirklich nur den Heli und der andere ist für die Kamera zuständig. Und ich habe wirklich mit menem Teleobjektiv, also da, warte mal, ich schnapp mir das mal hier einmal. Da kannst du halt wirklich, ne, richtig geil nah ranzoomen, wenn du dir das hier ausklappst. Da hast du halt richtig so ein fettes Ding und kommst richtig nah dran. Und da muss ich auch wirklich sagen, konntest du einen relativ guten Eindruck davon bekommen, wie groß diese Kamera ist, die auch an diesem Heli dran hängt. Und ich muss sagen, es war wirklich ein sehr, sehr geiles Erlebnis, auch dann sozusagen das Ganze, das Wochenende über gesehen zu haben und dann nach Hause zu kommen und sich das Ganze nochmal im Fernsehen anzugucken. Das ist schon richtig, richtig cool. Auch wie verschiedene Sachen im Fernsehen einfach untergehen. Habe ich jetzt gerade gar kein konkretes Beispiel für, um ehrlich zu sein. Aber nee, das war schon ein richtig, richtig geiles Erlebnis. Auch wie Red Bull das Ganze da in Österreich vermarktet hat, rahmenprogrammmäßig, ja. Die Red Bull Drift Brothers waren da. Das sage ich jetzt nur so, weil das an der Rennstrecke irgendwie von dem Kommentator da vor Ort mega gehypt wurde, aber einfach richtig low war, um es mal so zu sagen. Felix Baumgartner ist noch aus dem Heli gesprungen. Ja, mein Gott. Soll er. Aber nee, auch diese Flugshow vorneweg, das war schon richtig cool. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und das sozusagen nur so die kleine Geschichte am Rande, weshalb der Podcast hier ein bisschen später kommt diese Woche. Und ich habe natürlich auch ein paar Fotos gemacht. Ja, kann man auf meinem privaten Instagram sozusagen sehen. Da habe ich die einmal rausgehauen. Ein paar geile Shots dabei gewesen. Auch mit dem Teleobjektiv. War gar nicht so einfach, weil du möchtest natürlich eine relativ schöne Hintergrundunschärfe haben. Das heißt, du musst die Blende so. Ja, gut, mit dem Objektiv kommst du sowieso nicht auf eine 2,8 oder so. Ich glaube, das ist. Boah, 4, 4,5 oder so ist das Beste, was geht. Und das ist natürlich eigentlich komplett widersprüchlich zu dem, dass die Sonne halt komplett geschienen hat. Dementsprechend ISO komplett runter, soweit es geht, 100. Und dann halt ein Tausendstel oder Zweitausendstel hatte ich am Ende bei den Bildern als Verschlusszeit, was halt auch schon krass ist. Aber was du am Ende halt auch brauchst, um die Autos, also auf unserer Höhe waren die schätzungsweise so bei knapp über 200 km/h, um die da dann halt auch einzufangen und halt nicht künstlerisch sich zu verwirklichen. Ich muss sagen, ich fand es leider sehr, sehr schade, dass wir nicht so richtig um diesen Zaun, also du hast natürlich logischerweise zwischen dir und der Strecke hast du halt einen Zaun, weil falls halt wirklich mal ein Unfall passieren sollte. Bist du wahrscheinlich sehr dankbar, dass der Zaun da ist. Fürs Foto machen war das jetzt nicht so richtig gut. Wir hatten aber vor uns an der Strecke manchmal Fotografen, die dann wirklich einmal so
ja, so, sozusagen so einen Trackwalk gemacht haben und wirklich einmal um die Strecke rumgelaufen sind. Und dann konntest du immer sehen, okay, 3, 4 Fotos gemacht, wieder 10 Meter weitergegangen, ah ja, da kommt mir wieder wer. So, und das war schon richtig geil, was die da gemacht haben. Die hatten natürlich auch die Möglichkeit, deutlich näher dran zu sein. Das wäre natürlich auch mal ein Traum, wirklich ein Formel-1-Wochenende auf der Ebene zu verfolgen. Aber nee, das war ein sehr, sehr cooles Event, sehr, sehr coole Erfahrung auch, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir werden auch auf jeden Fall schauen, dass wir da nächstes Jahr wieder hinkommen, das sozusagen an der Stelle. Jetzt haben wir eben ja schon über den Heli gesprochen und dass der extrem krasse Flugmanöver macht. Extrem klasse, ja, klasse, aber auch krasse Flugmanöver kann auch eine neue Drohne vornehmen, nämlich die neue Parrot Anafi AI. Die wurde letzte Woche von dem französischen Drohnenhersteller hergestellt. Und wenn man die Drohne als erstes sieht, dann denkt man sich, okay, das ist ein sehr, sehr komisches Design. Weil, ja, was kennt man an Drohnendesigns? DJI Mini, DJI Air, DJI Mavic Pro, die sehen halt im Endeffekt alle gleich aus, haben eine unterschiedliche Größe, aber das ist jetzt nichts Aufregendes so. Und bei der Parrot Anafi AI ist es wirklich, guckt sie euch an, ja, guckt sie euch an. Es ist ein sehr, sehr komisches Design. Es ist allerdings einer Gottesanbeterin nachempfunden. Gibt auf der Webseite von Parrot auch so ein Bild, wo das sozusagen so gemorpht ist, die Drohne und die Gottesanbeterin. Ja, ne? Das ist jetzt nicht so die beste Arbeit gewesen da von den Photoshop Philips. Aber genau, wollen wir erstmal über ein paar Kamera-Facts sprechen. Also, die Kamera kommt mit einem 0,5 Zoll großen Sensor. Bilder werden in 48 Megapixeln gemacht. 4K 60 FPS ist möglich. RAW-Format und ganz, ganz viel mehr ist auch da drin. Und jetzt wird sich der eine oder andere schon so denken, boah geil, vielleicht ist das ja wirklich mal eine Alternative zu DJI. Wirklich ein richtiges Konkurrenzprodukt. Und wenn man dann auch noch hört, dass das Ganze nur 898 Kilo wiegt und damit halt wirklich in die Kategorie C1 reinfällt, wenn man jetzt hier schon wieder bei der EU-Drohnenverordnung ist, dann klingt das ganz gut, weil du darfst damit 19 Meter pro Sekunde fliegen, die Drohne kann 16 Meter pro Sekunde und du musst halt nur gucken, dass du jetzt nicht über Menschen oder über Bereiche fliegst, wo halt auch Menschen drin sind, super entspannt, passt. Joa, und dann sieht man, was die Drohne noch so kann. Und zwar, anders als bei DJI, wo ja das Bild von der Drohne auf das Handy über ein Wi-Fi-Modul am Ende des Tages, beziehungsweise OcuSync, übermittelt wird, ist das bei der Parrot Anafi AI über 4G geregelt. Und das sorgt halt dafür, dass wir nicht wie bei DJI 8, 10 oder 12 Kilometer weit fliegen können, was wir ja laut Gesetz eh nicht dürfen, sondern da fliegen wir natürlich auf Sicht, außer wir haben eine Ausnahmegenehmigung, sondern das sorgt dafür, dass wir im Endeffekt unbegrenzt weit fliegen können. Also du kannst dich theoretisch, ganz theoretisch, ja, kannst du dich in Hamburg mit deiner Drohne hinstellen, die in die Luft fliegen lassen und wirklich, okay, Das geht natürlich aufgrund des Akkus nicht, aber theoretisch kannst du die halt einfach bis nach München durchschallern lassen. Ich habe es gerade gesagt, aufgrund des Akkus geht es natürlich nicht. Flugzeit ist mit 32 Minuten angegeben, aber in Deutschland haben wir natürlich noch ein ganz, ganz anderes Problem, nämlich die 4G-Netzabdeckung. Das wäre natürlich in Deutschland so auch nicht möglich. Das habe ich auch auf meiner Zugfahrt nach Bielefeld vor dem Formel-1-Wochenende wieder gemerkt, als wir irgendwie eine halbe Stunde vor Bochum standen. Boah, es ist echt wirklich, ne? In Deutschland Zug fahren und auf Internet angewiesen sein zu müssen, es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich, es macht keinen Spaß und es ist ein Problem, was wir jetzt ja auch schon seit Jahren haben. Und deswegen musste ich so ein bisschen lachen, als ich das gesehen habe, dass die Parrot Anafi AI wirklich mit einer unbegrenzten Reichweite beworben wird. Ja, in Deutschland fliegst du halt irgendwann und einfach ist das Bild weg. So, aber wir sehen auch am Namen schon, und das können wir jetzt vielleicht auch an diesem Feature schon so ein bisschen sehen,
die Paradanafi AI ist halt einfach nicht für den privaten Konsum ausgelegt. Davon hat sich Parrot anscheinend ein bisschen verabschiedet und geht jetzt wirklich mehr so auf Business Corporate Enterprise Lösungen. Ja, da haben wir jetzt auch wirklich jedes Wort reingepackt, was nicht privat bedeutet. Ne? Nee, aber das AI in dem Namen steht natürlich für autonomes Fliegen. Und die Parrot Anafi AI hat eben auch eine Hinderniserkennung. Das heißt, du kannst sie theoretisch autonom fliegen lassen. Sie erkennt die Hindernisse, mobile Hindernisse, selbstständig und umfliegt diese. Die Kamera ist sozusagen auch von zwei so Sensoren links und rechts umgeben, die sich auch drehen können. Vorne, unten, oben. Vorne, unten, oben, genau. Und damit wird das Ganze sozusagen abgedeckt. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Lösung, dieses Sensor-Ding. Finde es jetzt nicht sonderlich schön, aber für das, was die Drohne am Ende können soll, absolut sinnvoll. Ja, und dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Fotogrammetrie. Ja, das sagt jetzt vielleicht nicht jedem direkt was. Das kann die Drohne nämlich auch. Und zwar ist das im Endeffekt das Erstellen von 3D-Modellen. Ja, zum Beispiel fliegt ihr über, keine Ahnung, über eine alte Fabrikhalle, über eine alte Scheune von einem Bauernhof und stellt diesen Modus ein und dann fliegt ihr sozusagen 360 Grad einmal alle Seiten, Richtungen um dieses Gebäude rum. Und die Drohne kann mit diesem Feature sozusagen ein 3D-Modell daraus basteln. Mega, mega geil. Es sieht in dem Video, wie das jetzt vorgestellt wurde, super einfach aus. Ich denke auch, dass es sehr einfach ist. Ich meine, das kennen wir ja auch von DJI Consumer Drohnen schon, dass man einfach auf einen Knopf drückt, die Drohne fliegt in alle Richtungen einmal um einen rum und am Ende des Tages hat man irgendwie 6-7 Aufnahmen von sich selber bei einem bestimmten Spot und dann kann die Drohne ja noch ein Video daraus schneiden. So, im Endeffekt wird wahrscheinlich bei der Anafi AI genau das gleiche sein. Die Drohne fliegt einfach alle Richtungen einmal ab und bastelt dann halt mit Software am Ende des Tages da so ein 3D-Modell raus. Das Krasse ist, Parrot hat die Plattform, da hat er so eine SDK-Lösung für freigegeben, dass sozusagen auch unabhängige dritte Entwickler Lösungen auf dieses System schreiben können, was extremst, extremst krass ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann in live am Ende des Tages aussehen wird. Preis gibt es noch nicht. Ich gehe mal davon aus, da das Ganze halt auf eine Enterprise-Richtung abzielt, dass das jetzt anders als eine DJI R2S nicht unter 1000 Euro zu haben sein wird, sondern eher so im Bereich 3, 4, 5, vielleicht auch noch teurer, 6, 7, 8000 Euro angesiedelt sein wird. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, weil die Größe der Drohne ist halt wirklich kompakt. Ja? Ich habe es gesagt, C1 ist die Klasse der EU-Drohnenverordnung, was halt eigentlich bedeutet, jeder kann das ohne weitere Probleme relativ gut fliegen, aber die Features, die die Drohne bietet, das ist halt eigentlich wirklich schon fortgeschritten. Also ich, ja, es wäre auch einfach dumm, die jetzt irgendwie für Urlaubsaufnahmen oder so zu nutzen. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand dafür nutzen wird. Ja, wann kommt die ganze Geschichte raus? Wissen wir auch noch nicht. Ja? Hat Parrot auch noch nichts zu gesagt. Den Lieferumfang, den kann man in den Pressematerialien schon einsehen. Aber Preis und Datum ist noch nicht bekannt. Wofür Edeka bekannt ist, ist ja am Ende des Tages, dass sie Lebensmittel lieben. Und um das Ganze noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, hat Edeka eine neue Kampagne gelauncht, einen neuen Spot. Gemacht ist das Ganze wie eigentlich jede Edeka-Kampagne von Jung von Matt. Und zwar ist das die Kampagne Supermarkt. Habt ihr vielleicht schon mal im Fernsehen, bei YouTube oder vielleicht auch bei TikTok schon gesehen? Supermarkt, so ein bisschen angelehnt auf Technik von Saturn von vor ein paar Jahren. Supermarkt ist eigentlich Marc Rebier, der normalerweise dafür bekannt ist, Musik im Bademantel mit Synthesizern zu machen. Und im Endeffekt macht er
in der Edeka-Werbung nichts anderes. Hat halt einen Bademantel an, hinten steht Supermarkt drauf. Und was hat man gemacht? Also ehrlich gesagt bin ich technisch, habe ich gar keine Ahnung davon. Aber ich stelle mir das so vor, man hat irgendwo so Stecker, sage ich jetzt mal ganz laienhaft, reingesteckt in alles, was irgendwie leitet. Und hat daraus am Ende des Tages einen Ton generieren können und so am Ende des Tages eine gesamte Komposition, ja, einen Track erstellen können. Und das Ganze läuft halt unter dem Slogan "So klingt Vielfalt". So, und normalerweise, das finde ich ist jetzt das Krasse an der ganzen Geschichte, gehen ja Edeka-Werbespots, also wir hatten ja schon ein paar von Edeka, die viral gegangen sind, ja, sei es Supergeil, sei es der Weihnachtswerbespot mit dem Opa, normalerweise ja auf YouTube ab, so. Weil da guckst du dir den ganzen Spot an, dann teilst du den in WhatsApp, iMessage, whatever. Aber diesmal ist es auch so, ja, versteht mich nicht falsch. Aber was halt Edeka besonders krass hinbekommen hat, ist, dass sie das Ganze auch auf TikTok gespielt haben, ohne da jetzt irgendwie groß was zu verändern. Sie haben einfach den Spot 1:1 auf TikTok gepackt, ohne den jetzt noch irgendwie im Format anzupassen, irgendwie nichts damit gemacht, wirklich gar nichts. Und das Krasse ist, dieses Video, was inzwischen über 5 Millionen Views hat auf TikTok, hat Edeka zum zweitgrößten Markenkanal im Dachraum gemacht. So, habe ich mich ein bisschen darüber informiert und geguckt, so, also, ne, die sind jetzt größer als Tagesschau, als Zalando, als Mercedes, mit diesem einen einzigen Video, was ja eigentlich, also, ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass es nicht auch für Social gedacht war. Dafür ist es einfach zu hip, zu cool, zu keine Ahnung was. Aber es wird ja auch im Fernsehen gezeigt. So. Deswegen, es ist im Endeffekt eine Produktion gewesen, die auf YouTube mit AdSense gute Einnahmen bringt, ziemlich sicher. Und auf TikTok halt eben auch. Ich habe ein bisschen geguckt. Hier Adil von Infludata, der Gründer, hat gesagt, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da auch für gezahlt haben, dass das bei TikTok so anläuft. Allerdings nicht mehr als 4.000 Euro. 4.000 Euro ist für Edeka nichts. Nada. Und dafür dieser Erfolg bei dem Video ist wirklich super, super krass. Genau. Auf Platz 1 bei TikTok im Dachraum, um die ganze Geschichte, um die ganze Folge vom Hey Media Creation Podcast diese Woche rund zu machen, ist übrigens Red Bull, womit wir wieder bei der Formel 1 wären. Und um die ganze Sache jetzt bei TikTok noch abzuschließen, gucken wir am Ende natürlich noch auf eine, ja, wie soll ich sagen, Content-Empfehlung der Woche. Dafür haben wir ja auch eine eigene Rubrik. Hey Dundrande, schwedischen bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus, und zwar ist das auch ein TikTok-Video im Ende des Tages, aber es ist halt kein klassisches TikTok-Video, sondern es ist eine Werbung von TikTok. Denn TikTok ist ja ganz großer Sponsor der UEFA Euro 2020 im Jahr 2021, was ich immer noch mega weird finde. Das aber nur am Rande. Und zwar gibt es eine Werbung, wo Fußballszenen von anderen Europameisterschaften, vielleicht auch von der Qualifikation, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was, wo die herhaben, kombiniert werden mit TikTok-Videos, mit User-Generated Content. Und das Ganze hat mich so ein bisschen an die geile Kampagne von Nike erinnert, You Can't Stop Us, wo wir links und rechts ein Bild hatten und die sozusagen so zusammengeflickt wurden und dann da halt eins raus gemacht wurde, die halt so zusammengepasst haben. Und daran angelehnt so ein bisschen ist halt eben dieses TikTok-Video zur UEFA Euro 2020. Am Sonntag ist ja das große Finale, Italien gegen England. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil in unserer Tipprunde, da ist noch einiges möglich. Ich bin aktuell auf Platz 3.
Habt ihr das übrigens gesehen? Ganz kurz hier am Rande für alle, die bei YouTube dabei sind. Ich habe hier noch dieses Armband vom Red Bull Ring vom Wochenende. Und ich habe vergessen, weil halt am Samstag so mega gutes Wetter war, mich hier direkt an diesem Band, gleiches ist mir übrigens auf der anderen Seite, wo ich meine Apple Watch normalerweise trage, auch passiert. Boah, kann man das irgendwie mal zeigen, dass man das einigermaßen sieht? Kann man das sehen? Also wirklich hier komplett weiß und hier links und rechts rot. Also ich sag mal, hier Richtung Ellenbogen hoch ist schon wieder fast eine schöne Bräune. Aber wirklich, oh ja, ich bin ja wirklich, ne, so weiß wie ein Blatt Papier. Ah, wieder nicht aufgepasst, ey. Das passiert echt zu häufig. Gut. England, Italien habe ich gerade erzählt, ne? Sonntag, große Finale. Ja, ich bin aktuell Dritter der Tipprunde, da ist noch einiges für mich drin. Ich hoffe, ich kann da noch zuschlagen. Ich muss einmal meine Freundin und meine kleine Schwester überholen. Wird nicht ganz so einfach. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass die beiden hier den Podcast hören, kann ich meinen Tipp schon mal so grob in die Menge werfen. Ich tippe, glaube ich, auf Italien. Ich weiß noch nicht, was ich tippe. Am Ende des Tages wahrscheinlich wieder irgendein Ergebnis mit einem Torunterschied. Aber ich glaube, es wird ein 1-0. 1-0 Italien ist mein Tipp. Wir können dann nächste Woche Dienstag drüber sprechen, ob das geklappt hat. Nächste Woche Dienstag, das kann ich auf jeden Fall schon mal festhalten, wird eine neue Folge des Hey Media Creation Podcasts kommen. Dann Folge Nummer 28, das weiß ich schon, weil ich die schon geplant habe eben. Deswegen, da können wir uns drauf freuen. Ich freue mich auch, wenn wir uns dann wieder hören. Habt eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, vielleicht mit einem schönen EM-Finale. Und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.